Kommen wir jetzt zu den Büchern und da fehlen mir leider ganz viele, die ich hier nicht zeigen kann. Ich versuche es, wie gesagt, da ein Bild reinzustellen. Wenn nicht, tut es mir leid, müsst ihr euch jetzt mein tolles Aquarium eine Weile angucken. Also das erste, was ich da gelesen habe, war Wolfgang Kohlbein, Der Schattenmagier. Das war mal so ein Buch für zwischendurch. Es hat mich jetzt nicht umgehauen, war auch nicht wahnsinnig viel Handlung. Also das war wahrscheinlich auch ein Buch, was er so in, keine Ahnung, 3 Monaten schnell mal dahin geschrieben hat. Da geht es um einen jungen Ritter. Naja, Ritter ist auch nicht, einfach ein junger Mann, der sich auf den Weg macht und kommt jetzt in eine verlassene Stadt und fragt sich halt, was da passiert ist. Die ganzen Häuser stehen leer und er versucht jetzt rauszufinden, was dahinter steckt. Und das findet er natürlich auch raus. So, danach kommt ein Genre, was ich eigentlich ganz selten lese, nämlich Thriller. Da habe ich gelesen David Morrell, Creepos. Das habe ich hier auch über YouTube gesehen gehabt und hatte das liegen und habe gedacht, oh, naja, wenn das alle so toll finden, muss ich es auch mal lesen. Und das war wirklich toll. Das Problem ist nur, dass ich nicht wirklich der Thriller-Typ bin und da hinterher auch nicht wirklich gut schlafen könnte, weil ich fand das wirklich total spannend. Also da geht es um, ja, ich weiß nicht, also das hat eigentlich schon jeder vorgestellt. Ich glaube, das braucht man gar nichts mehr drüber erzählen und ich könnte es jetzt auch gar nicht mehr so wiedergeben. Also wenn ich die Rezi finde, die ich dazu gesehen habe, werde ich sie unten noch reinstellen. So, danach kam, jetzt kann ich endlich wieder ein Buch reinhalten, kam Garsnix, Kalter Mittwoch. Das ist der 3. Band einer Reihe. Die Schlüssel zum Königreich heißt die Reihe. Die könnte ich auch mal vorstellen, wenn das hier jemand interessiert. Also ich finde die Reihe toll. Ich habe auch schon Leute gehört, die sie nicht so toll fanden, aber ich finde sie super. Geht um Arthur, der Asthma hat und sich so durch sein Leben kämpft. Ich finde den super sympathisch. Man muss aber, wie gesagt, vom ersten Band anlesen, weil man, also ich persönlich habe mich da an Arthur erst so gebunden und fand ihn deshalb sympathisch. Also wenn man jetzt nur mit diesem Buch hier anfangen würde, würde es, glaube ich, nichts bringen, weil man da sich nicht an diese Person so gebunden hat. Und dann fehlt einem, glaube ich, was. Und deshalb will ich auch nicht viel zum Inhalt erzählen. Also das Cover ist echt bombastisch. Ich finde es total toll. Die Kontraste da drauf und es ist wirklich super aufgemacht. Ich gucke das mal, ob da noch, also hier auch der, wenn man die jetzt alle so drin stehen hat, vielleicht stelle ich auch mal die Reihe vor, dann sieht man, dass die ganz toll auch nebeneinander aussehen. Und es sind auch ab und zu Zeichnungen drin. Ich bin jetzt aber, wie gesagt, hier nicht gut vorbereitet. Die Kapitel fangen alle mit einem kleinen Bild an. Und es ist auch zu fast jedem Kapitel, das sieht man jetzt, kommt, ist ein Bild zu sehen. So eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Also ich finde die ganz toll, weil sie auch noch viel Fantasie übrig lassen und einem nicht alles so vorgesetzt wird. So, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, danach kam von J. Punkt, ich habe es mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, wie das J wirklich ist, Kinney, Diary of a Wimpy Kid. Ich habe es in Englisch gelesen und das war jetzt auch der einzige Grund, warum ich es einigermaßen gut fand. Ich weiß, dass es hier ganz, ganz viele toll fanden und total lustig. Meins ist es nicht. Ich kann das mal so zwischendurch lesen. Aber nee, also die anderen Teile muss ich nicht haben. War ganz witzig, aber weiß nicht. Ist nichts für mich. Danach kam Dari und Bamu. Das ist eigentlich ein Buch für asthmakranke Kinder. Ist mit ganz tollen Zeichnungen, also vielleicht mache ich ja auch mal ein Kinderbuch-Ding hier, aber ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt irgendjemand guckt. Also ich finde es toll, die Zeichnungen sind super, die Geschichte ist, ja, für einen Erwachsenen, was soll ich dazu sagen, ein bisschen mau. Aber es ist halt auch dazu da, Kindern Asthmaspray näher zu bringen und die beiden erfinden sozusagen ein neues Asthmaspray, hier dieser Elefant und der Bamu. Handelt auch ein bisschen von Armut und also wie gesagt, ich würde es ja gerne mal zeigen, wenn ich meine Hände frei hätte, aber ich muss leider mit Mikrofon drehen, weil mein Mikrofon an meinem Laptop, wie soll ich es schön ausdrücken, einfach Mist ist.
Ja, so, das war das Kinderbuch. Danach kam nochmal ein Kinderbuch und das war ohne Worte. Ich fand es einfach langweilig. Ich habe keine Ahnung, wie das irgendein Kind lesen soll. Also ich als Erwachsener fand schon dermaßen langweilig. Ach so, ich sollte euch vielleicht auch noch sagen, wie es heißt. Hans Klauerts, wundersame, abenteuerliche und unerhörte Geschichten, kurzweilig und sehr lustig zu lesen. Also ich fand es weder kurzweilig noch sehr lustig. Ja, das Einzige, was da dran noch einigermaßen schön war, waren die Zeichnungen. Mehr möchte ich da eigentlich auch nicht mehr zu sagen. So, dann kam wieder ein Buch, was ich nicht mehr hier habe, weil das jetzt meine Mutter hat. Und zwar Dora hält kein Wort zu Papa. Fand ich, war mein, ach so, ja, war mein erster Frauenroman. Bin eigentlich durch diesen Roman so ein bisschen eingestiegen, auch was anderes außer Fantasy und Jugendbücher zu lesen. Bin ja eigentlich auch nicht mehr in dem Alter für Fantasy und Jugendbücher. Na okay, zumindest nicht mehr für Jugendbücher. Das Dora-Held-Buch war lustig. Also es hat mich jetzt nicht umgehauen, aber es war lustig zum Zwischendurchlesen. Ging um Christine, die eine Pension von ihrer Freundin übernehmen muss für eine Zeit, weil die aus irgendwelchen Gründen, dass ihr dann selber lesen solltet, aus ihrem Urlaub nicht zurückkommen kann. Und ihre Schwester kommt auch noch mit und hilft ihr. Und die beiden haben eigentlich überhaupt keine Ahnung und deshalb kommt es da zu allerlei lustigen Sachen. Natürlich spielt auch wieder ein bisschen Liebe mit, aber das ist jetzt nicht so vordergründig. Aber sehr lustig zu lesen. Weil dann kommt natürlich auch noch, wie es der Titel schon sagt, der Papa da mit ins Spiel. Und ja, also das kann ich empfehlen. So, danach kam dann wieder Fantasy, nämlich, oder Kinder-Jugendbuch, Catherine Jinks, Teuflisches Genie. Ja, eigentlich Kinder- und Jugendbuch, da ist eigentlich überhaupt nichts Fantasy dran. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da drauf gekommen bin. Weil es wahrscheinlich so abgefahren ist, dass es eigentlich schon mal Fantasy sein könnte. Also ich fand es super genial, erstmal die Aufmachung. Ja, pink, schwarz, weiß. Besser geht's nicht. Denn hier der schwarze Buchschnitt. Ziemlich dick. Und man muss sich auch durch die erste Hälfte ein bisschen durchkämpfen. Also es ist nicht langweilig, aber auch nicht wahnsinnig spannend. Und am Anfang ist er einem auch sehr unsympathisch, die Hauptperson. So, Kadell, ja, der Name war auch sehr merkwürdig. Der ist hochbegabt und stellt dadurch auch alle möglichen Sachen an. Und muss dann auch zum Psychologen. Und dieser Psychologe schlägt dann vor, dass er auf eine spezielle Schule geht. Und ja, dann entscheiden sich die Eltern auch, ihn dorthin zu schicken. Und Kadell merkt, dass auf dieser Schule sehr merkwürdige Sachen unterrichtet werden, wie zum Beispiel Giftmischen oder Mordanschläge machen oder Fälschen, also solche sehr merkwürdigen Sachen. Und ja, das ist sehr merkwürdig für ihn auch, weil er auch keine Ahnung hat, warum das so ist. Ja, und das, was dann hinterher da alles rauskommt, ist Wahnsinn. Ich fand es super toll. Ich hatte mich nachher so an diesen Kadell gewöhnt und mit ihm mitgefühlt und oh, ich habe so gelitten am Ende. Also ich kann dieses Buch nur empfehlen. Ist eine Trilogie. Habe mir jetzt auch den zweiten und dritten Teil gekauft, aber noch nicht gelesen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Würde ich auch gerne mal vorstellen, wenn es jemand interessiert und jemand das hier guckt, kann er mir dann gerne mal da unten in den Kommentaren reinschreiben, ob er das gerne hören will. So, und das letzte, was ich dann gelesen habe in dem Monat, war von Charles Ogden, Edgar und Ellen in der Unterwelt. Hatte ich mir gekauft, natürlich wegen den Zeichnungen, die sind super geil. Ist jetzt ein dünnes Buch, kriegt man an einem Tag durch. Hier oben ist so ein Wackelbild, weiß nicht, ob man es sieht. Drinnen sind auch ganz viele Zeichnungen. Wenn ich irgendwie mal hier ein vernünftiges Mikro oder einen Stand finde, könnte ich das auch mal als Rezi vorstellen und euch mal ein paar Bilder zeigen. Ist für ein Kind sicher total witzig und toll. Für einen Erwachsenen ist es ein bisschen mau, so die Handlung, aber man kann es halt lesen. Also, aber man kann es auch wirklich, glaube ich, nur lesen, wenn man diese Zeichnung toll findet. Ansonsten hat es, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig langweilig. Ja, also ich hoffe, dass es euch jetzt gefallen hat und dass es überhaupt irgendjemand guckt. Und ja, wenn ihr irgendwas mal näher beschrieben haben wollt, dann sagt mir Bescheid. So, na dann, tschüss.